Hallo zusammen und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal, unterwegs im Serengeti-Park Hodenhagen. Genau das ist das Thema, mit welchem ich eine neue kleine Videoserie einleiten muss oder möchte, denn in einen Teil schaffe ich unmöglich alles reinzupacken. Jetzt wundert sich der ein oder andere, hey, warum hören wir dich bloß, warum sehen wir dich nicht? Ich habe mir überlegt, für den ersten Teil mache ich mal ein Voice-Over, quasi zum ersten Mal. Ich glaube, das habe ich überhaupt noch nicht gemacht hier auf meinem Kanal. Und schreibt mir doch mal direkt in die Kommentare, wie ihr das findet und ob ich das für die weiteren Teile auch so machen soll oder ihr lieber wieder Musik unter den einzelnen Videosequenzen haben wollt. Ja, wir waren im Safari-Park Hodenhagen, meine Frau und ich, über das vorletzte Oktoberwochenende dieses Jahr. Und wir haben hier in einer Masai Mara Lodge übernachtet. Ist nicht wirklich groß, aber wirklich völlig ausreichend, super sauber und alles wirklich in bester Ordnung. Also es gab überhaupt gar keine Kritikpunkte von unserer Seite her. Einfach schön, und wenn man abends auf der Terrasse ist, dann schaut das Ganze so aus. Ihr habt also die Möglichkeit, von der Terrasse abends bei einem guten Glas Wein oder einer Flasche Bier oder was auch immer ihr bevorzugt, einfach mal ein paar Tiere zu beobachten, zu fotografieren und zu filmen. Wir waren dann natürlich auch noch unterwegs im Safari-Park am ersten Abend, sind dann hier durch das Dorf ein bisschen geschlendert. Sehr, sehr schön angelegt, alles total gepflegt und alles sehr, sehr sauber. Hier seht ihr das Tor zu den Safaris, dazu aber später dann mehr. Ja, wenn man zu Fuß im Serengeti-Park unterwegs ist, dann kann man auch Königstiger sehen, man kann Affen sehen. Allerdings war aufgrund von Corona nicht alles offen, nicht alles zugänglich. Manche Bereiche waren leider geschlossen. Ist halt so, wir leben in so verrückten Zeiten, das muss man akzeptieren. Wir haben da nicht so die großen Schwierigkeiten mit. Aber es gab auch genug Leute, die sich darüber beschwert haben, obwohl es eigentlich auch groß auf der Internetseite stand, dass einige Bereiche zu sind. Aber ihr seht, wenn die Distanz zu den Tieren oder speziell zu den Affen ausreichend war, dann konnte man auch ein paar Affen sehen. Es wird nicht nur an die großen Tiere gedacht, auch Insekten. Hotels sieht man dort an fast jeder Ecke. Und hier seht ihr nochmal das Dorf, in welchem wir übernachtet haben, Masai Mara. So nennt sich dieses Gelände hier. Und ja, es sind unterschiedlichste Tiere zu sehen. Vogelstrauß, Kronenkraniche könnt ihr hier beobachten. Von eurer Terrasse, eures Häuschen aus quasi, eine Pferdeantilope. Netzgiraffen, die haben wir leider nicht gesehen. Keine Ahnung, wo die da waren an den beiden Tagen. Helmperlhuhn, da gab es ein paar mehr von zu sehen. Die hatten auch immer was zu erzählen und das nicht zu leise. Und auch ein Weißstorch stand hier immer auf der Wiese und ja, hat es sich gut gehen lassen. Am Abend dann hat es leider extremst geregnet und wir hatten immer ein Stück zu laufen bis zum Restaurant. Wir hatten Halbpension, es gab Frühstück und Abendessen in Buffetform und hier seht ihr das Restaurant und ja, alles sehr, sehr gepflegt, alles sehr, sehr schön und sehr zu empfehlen von unserer Seite her. Essen war total lecker, gab es überhaupt nichts auszusetzen. Ja, und so endete unser erster Tag. Am nächsten Morgen lag dann die Masai Mara im Nebel und es war keine Menschenseele wach, oder zumindest habe ich keinen gehört. Und ich habe dann einfach ganz ruhig ohne Bildstabilisierung der GoPro versucht, das Ganze irgendwie zu filmen. Hier seht ihr das Restaurant nochmal und jetzt war es dann schon ein bisschen heller. Und hier seht ihr die beiden Sträuße, die da auf der Anlage standen, die man bequem von der Terrasse aus sehen und beobachten konnte. Wirklich sehr, sehr interessant. Und dann ging es los. Wir haben unsere erste Safari gestartet und zwar die Bustour durch den Park, durch die Anlage, und war super interessant. Der Fahrer hieß, glaube ich, Klaus. Der macht das schon da ein paar Jahre und hatte natürlich dann dementsprechend auch ein paar Sprüche auf Lager und ein paar Hintergrundinformationen zu den Tieren, zu den Anlagen. Und ja, war wirklich sehr, sehr schön und hat uns die Möglichkeit gegeben, uns einen ersten Überblick überhaupt zu verschaffen.
Hier seht ihr mal so eine Fensteröffnung oben rechts und da habe ich einfach die GoPro rausgehalten und dadurch die Möglichkeit gehabt, diese Filmsequenzen hier aufzunehmen. Hier sehen wir den Löwenkater. Die Katzen waren leider auf der anderen Seite des Busses und deswegen habe ich die hier noch nicht eingefangen. Die seht ihr aber später, glaube ich, noch kurz in einer anderen Sequenz, aber das wird wohl erst im nächsten Teil zu sehen sein. Ja, dann hier in der Steppe natürlich Zebras, auf der anderen Seite wieder dann Nashörner zu sehen gewesen. Seht ihr ebenfalls im nächsten Teil. Und ja, dann ging es hier auch schon wieder zurück mit dem Bus. Die Fahrt hat, ich glaube, eine Dreiviertelstunde, 50 Minuten sowas gedauert. Und sehr, sehr lohnenswert, um überhaupt mal einen Eindruck vom Park zu bekommen. Allerdings ist es auch so, dass die Sicht sehr schlecht ist. Wenn man fotografieren will, ist es eigentlich fast unmöglich. Ich hatte leider meine Kamera und nur das 70-300 drauf mit und nichts anderes. Und ich habe mich hinterher mächtig geärgert, dass ich nicht noch das Sigma 16mm oder das Weitwinkelobjektiv mit hatte. Und warum, das seht ihr jetzt hier. Denn wir haben neben dem Bus, wie ihr ihn da hinten fahren seht, auch noch eine Safari mit einem solchen Fahrzeug gemacht. Hier waren wir zu fünf drin. Ja, und jetzt seht ihr schon, die Giraffen kamen zu uns, haben sich füttern lassen. Aber mit 70mm Brennweite auf der Kamera, ja, seid ihr natürlich chancenlos, ein vernünftiges Foto zu machen. Und ja, selbst mit der GoPro war es schon schwierig, weil so ein Giraffenhals und so ein Giraffenkopf ist dann doch schon ganz schön groß. Aber für uns war das natürlich ein herausragendes Erlebnis. Wir sind riesen Giraffenfans, wir lieben es, Giraffen im Zoo Leipzig zu beobachten und dann hier sowas mal erleben zu dürfen. Das war natürlich der Knaller. Wir haben vorher noch nie sowas in der Art erlebt, hatten noch nie eine Safari irgendwie in Afrika gemacht. Wir waren zwar schon in Afrika, aber nicht in solchen Gebieten, wo man sowas machen kann. Und von daher war das total beeindruckend für uns. Aber wenn ihr da mal unterwegs seid, denkt unbedingt dran, nehmt euch auch eine Festbrennweite mit zum Fotografieren oder zumindest ein Objektiv mit einer kürzeren Brennweite als 70mm, einfach um mal auch das ein oder andere Foto machen zu können. Ja, dann seht ihr hier mal ein paar Antilopen und jetzt seht ihr gleich hier so ein Fahrzeug und genau mit so einem Fahrzeug sind wir auch unterwegs gewesen auf dieser Tour. Every kick drum hit is a symphony. Every brush of your curves is the air I breathe. You speak, I am listening. Sweat rolls, girl, you're glistening. Slow mo, pull me into the light There are people watching us, wishing they were obvious. Instead of giving into the fright, the fright. Ja, und dann kam schon das nächste Highlight. Das hier ist nämlich der Bison Bulle Bela. Und ja, der Fahrer hier dieser Jeep Tour, der hieß Elvis. Schon ewig dort im Park angestellt und macht da viele Touren. Immer ein lustigen Spruch auf Lager. Und sehr, sehr kompetent. Hat uns alle Fragen beantwortet, die wir hatten und so. Also war wirklich sehr, sehr schön. Und ja, der kennt den kleinen Kerl hier schon, seitdem der irgendwie ein halbes Jahr alt ist. Und ja, hat den einfach gerufen, zweimal ins Auto geklopft und ja, der kleine Kerl kam dann tatsächlich angelaufen und ja, schon sehr, sehr beeindruckend. Schaut mal auf meine Webseite, da findet ihr ein paar Bilder, die so ein bisschen die Größe dann auch wiedergeben, aber so ganz kann man es nicht transportieren, es war unglaublich beeindruckend. Ja, ich klinke mich jetzt hier direkt aus. Das soll es gewesen sein zum ersten Teil aus dem Serengeti Park Hodenhagen. Ich hoffe, die Art des Videos hat euch gefallen. Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare, wie ich mit dem zweiten Teil dann weiterfahren soll. Es liegt quasi an euch, ob mit Voice-Over oder ohne. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst noch einen Daumen nach oben da und oder ein Abo, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Alle Keyfacts zum Serengeti Park Hodenhagen bekommt ihr dann im Bewertungsvideo. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch allen eine schöne Zeit und wir sehen und wir hören uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao, euer Daniel. Tschüss.